Wie geht man um, wenn in den Gebetszeiten unterschiedliche Zeiten existieren? Weil natürlich ein Diener möchte sich auch davor vorsehen, dass er nicht zu einer Zeit ist, wo die Zeit für das Fasten schon begonnen hat. Schaut mal, liebe Geschwister, um euch die Sache leicht zu machen. Jeder von euch hat mit Sicherheit eine Gebetszeiten-App. Eine Gebetszeiten-App. Ich werde 2 Minuten dieser Frage geben, weil diese Frage kommt eigentlich als jede zweite oder dritte Frage auf. Kein Problem. Jeder hat eine App. Inshallah ta'ala ist es so, liebe Geschwister, dass wir eigentlich nur 2 Zeiten haben, die etwas kompliziert sind. Das ist einmal die Fajr-Zeit und die Isha-Zeit. Und hier haben wir eine leichte, walhamdulillah-Lösung. Was die Fajr-Zeit anbelangt, so nimmt man die Zeit für den Sonnenaufgang. Den könnt ihr sogar in Google erfragen. Wenn du eingibst, wann ist der Sonnenaufgang in meiner Stadt, dann kriegst du zum Beispiel eine Uhrzeit 6 Uhr morgens. Dann hast du eine Zeit, die eigentlich in allen Gebetskalendern identisch ist, mit 1-2 Minuten Unterschied, aber in allen Gebetszeiten identisch ist. Von dieser Uhrzeit, zum Beispiel 6 Uhr in diesem Fall, rechnest du circa 90 Minuten ab. Circa. Ja, ikhwa, barakallahu fikum. Das sind nicht Zeiten von Koran und Sunnah, das sind ungefähre Zeiten. Du rechnest ungefähr 90 Minuten ab, dann liegst du bei 4.30 Uhr. Bis dahin ungefähr, ist es dir erlaubt, zu essen und zu trinken. Das ist die eine problematische Uhrzeit. Die andere problematische Uhrzeit ist das Isha-Gebet. Das kannst du ungefähr ebenfalls 90 Minuten ungefähr nach dem Maghrib-Gebet beten. Da kannst du mit dem Isha-Gebet anfangen und dann anschließend das Tarawih-Gebet beten. Barakallahu fikum und jazakumullahu khairan. Und die App, ihr könnt sie auf ungefähr 13,5 Grad einstellen. 13,5 Grad. Liebe Geschwister, ihr solltet eins wissen. Manche haben 12 Grad, manche haben 13, manche 14, manche 15. Die Leute werden dafür nicht zur Rechenschaft gezogen. Wisset das, versteht das. Denn diejenigen, die die Apps machen, werden dafür zur Rechenschaft gezogen. Aber gleichzeitig natürlich, wenn wir sehen, dass 6 Uhr morgens die Sonne schon oben ist, dann können wir nicht sagen, ja, die App. Sondern es sollte eine realistische Zeit sein, die auch ungefähr so eintreten könnte. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.